One, two, three, four, man! The world champions! Woohoo! Herzlich willkommen, meine Damen und Herren. Und wir alle sind noch immer nicht wieder bei Bewusstsein nach diesem sensationellen Sportwochenende. Michael Schumacher. Zum vierten Mal Formel 1 Weltmeister, sein 51. Grand Prix Rennen gewonnen. Auch von unserer Seite herzlichen Glückwunsch. Und das Tolle ist, Michael Schumacher sagt, jetzt ist die Herausforderung besonders groß für das nächste Jahr. Vielleicht dreimal hintereinander Ferrari-Weltmeister zu werden oder an Juan Manuel Fangio heranzukommen, der fünfmal Formel-1-Weltmeister wurde. Und Ferrari arbeitet mit 650 Personen am neuen Auto. 650 Personen, das heißt, am neuen Ferrari schrauben fast so viele Leute rum wie an Jenny Elvers. Dann, liebe Fußballfans, ran, ran, in Zukunft wieder um 19 Uhr. Ja. 19 Uhr, 19 Uhr, die kompakteste Fußballshow überhaupt. 7 Samstagsspiele um 19 Uhr, bitte nicht verwechseln, ohne Studiopublikum. Ran um 19 Uhr ohne Studiopublikum, ohne Fernsehpublikum, das war 20.15 Uhr. Ja? 19 Uhr, es heißt weiter ran und nicht, wie irrtümlich heute gemeldet, Wonti allein zu Hause. Dann, es geht weiter für uns Fußballfans, vor allem hier in Köln. 0:2 gegen Gladbach. Herr Andra kommt heute später, er ist noch in therapeutischer Behandlung. 0:2 gegen, aber das kann schon mal passieren. Premiere World, wie der Sender offiziell heißt. Premiere World, 30% günstigere Angebote. Ja! Eine absolute Sensation. Als ich das gehört habe, ich meine, man hört ja in dieser Zeit nur so kurz hin, -30%, ich dachte, Neues von der Telekom. Nein, Premiere World wird billig, nicht billig, aber noch attraktiver. Für uns, die Fiends. Dann, unser Bundeskanzler heißt wie? Gerhard Schröder. Das kam schon zügiger an anderen Abend, ja? Gerhard Schröder, Sie wissen, er ist auf großer Sommerreise und er ist heute in Tschechien. Also, er besucht auch unsere östlichen Nachbarn bei Škoda. Bei Škoda oder Škoda? Škoda? Škoda. Škoda. Kommen Sie aus Tschechien? Nein, aber man sagt Škoda oder Škoda? Škoda. Bei Škoda? Eigentlich eine Schande, oder? Warum ist er nicht bei Opel in Bochum? Ich hätte gedacht, das würde gewerkschaftlich mehr Enthusiasmus auslösen, aber so ist einfach diese Zeit. Schicksale. Firmen fast stillgelegt. Bayern hätte fast noch auf dem T-Shirt gehabt, das O gestrichen. Keine Reaktion. Der nächste Gag wird Sie von den Sitzen reißen, denn der ist deutlich unter der Gürtellinie. Ja? Auch in Tschechien jubelten viele Deutsche Gerhard Schröder am Straßenrand zu. Jedenfalls die, die schnell genug die Hosen wieder oben hatten. Prost. 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 Dann. Liebe Freunde in Italien, ist es richtig, 37% der Italiener haben ihren ersten Sex im Bordell, habe ich jetzt gelesen. 37%. Den Satz, machst du es auch ohne, hört in Italien häufig der Mann, und zwar bezogen auf die Sonnenbrille. Ich hätte meine erste sexuelle Erfahrung auch fast im Bordell gemacht, aber dann hieß es, komm wieder, wenn du 12 bist. Mein erster
erst heute Abend, meine Damen und Herren, gehört zu den Millionen, die ohne eine einzige Droge auch nur zu sehen, die Popcom überlebt haben. Sie arbeitet bei Viva, dem Jugendpower-Sender. Und heute Abend zum wiederholten Mal bei uns unsere liebe Freundin Milka! Mein zweiter Gast ist zum zweiten Mal bei uns zu Gast. Er hat einen großartigen Auftritt und er wurde bekannt mit seinem Buch Russendisco. Er ist Russe, er lebt in Berlin und letzte Woche erschien sein erster Roman Militärmusik. Heute Abend bei uns Wladimir Kamina. Als ich diese Titel gehört habe, fiel mir sofort wieder mein Lieblingssoldat der glorreichen Sowjetarmee ein. Beziehungsweise, die gibt es ja wahrscheinlich gar nicht mehr. Das ist die russische Armee. Sowjetarmee gibt es ja nicht mehr. Gibt ja keine Sowjets mehr. Ja, eben. Der Chef der russischen Marine. Wir haben ihn am Freitag vorgestellt und so viele Fans möchten ihn noch mal sehen. Das passt so zur Militärmusik. Schauen Sie, wie er sein Schiff verlässt, der Chef der russischen Marine. Könnte ich stundenlang sehen. Oder? Nochmal? Ja. Das ist Russland und seine Marine, die, ich sage es immer wieder, im Hafen jetzt für Frieden sorgt, denn es fehlt der Diesel, um auszulaufen. Eigentlich eine schöne Sache, oder? Mhm. Pazifismus aus Spritgründen. Du wirkst natürlich ruhiger als letzte Woche, nach diesem Wochenende. Aber soll nicht unser Thema sein. Warst du im Stadion? Ja. Hier in Köln? Ja klar, wo denn sonst? Natürlich. 0-2, obwohl Gladbach war sehr, sehr stark. Wenn es das noch gewesen wäre. Wenn es das noch gewesen wäre. Ehrlich? Aber du hattest irgendwie eine Pechsträhne, weil du hast ja auch gedacht, also kann man sie mal täuschen, St. Pauli würde 2-0 in München gewinnen. Am Freitag. Aber diese 0-2, ich fand's sportlich. Hast du es gesehen? Ja. Live? Nein, bei RAN. Ah ja. RAN 19 Uhr mit Oliver Welke und Donny Beuster als Manager von Mönchengladbach. Warum schüttelst du den Kopf? Naja, der Verräter. Also ich meine, was der noch zu sagen hat. Toni Polster? Ja, Toni Polster. Wieso? Er hat gesagt, er hat 5 Dole Jahre hier in Köln gehobt. 72 Tore, glaube ich, geschossen für den FC. Kann sein. Das ist ja unglaublich. Ein Österreicher, der sich hier abgearbeitet hat, ja? Kein Dank. Nichts, was in der Formel 1 anders. Du hast gesehen, als Michael Schumacher sich bei seinem Team bedankt hat. Sein Team, diese, glaube ich, 600 Mechaniker bei Ferrari, ohne die dieser vierte Titelerfolg nicht möglich gewesen wäre. Und jetzt hat sich noch ein Freund gemeldet. Und wir haben sie im Express gefunden, aber der Express hat es aus der Sportbild. Ja? Zitiert. Ja, ja, steht hier drunter. Quelle Sportbild. Und zwar, Heribert Füngeling, heute 37, ist der beste Freund von Schumi aus den ganz frühen Anfangsjahren in Kerpen. Das ist Schumi früher. Schau mal, sieht ein bisschen aus wie der junge Olaf Thon, ne? Ja, ja, stimmt. Ja. Ja. Heribert Füngeling. Und er schreibt sehr, sehr, sehr emotional. Und das ist, glaube ich, auch das Geheimnis. Das ist auch Ferrari, dieses Italienische, diese Emotion, dieser Mythos, sehr viel mehr als nur ein Auto. Mach mal ein bisschen so Ferrari-rotes Licht. Das ist, glaube ich, das typische Ferrari-Rot, oder? Mhm. Ja. Und Heribert Füngeling schreibt in Sportbild und damit auch im Express, es war 1983. Ich war der Frischling, nicht er. Er war zwar damals erst 14, also 5 Jahre jünger als ich. Der Altersunterschied spielte dabei keine Rolle, denn Michael wirkte damals bereits viel reifer. Körperlich. Und auch von dem her, wie er sich gab und was er sagte. Wir Jugendlichen schauten regelrecht zu ihm auf, wenn wir ihn beim Kartfahren zusahen und beobachteten, wie er das Ding um die Ecken bewegte. Man kann fast sagen, er war bereits der King auf dieser Kartbahn in seiner Altersklasse. Sowieso. Die Leute hingen staunend am Zaun, sobald er loslegte. Otto Horst, der mir mein Kart verkauft hatte, sagte immer, ich krieg Tränen in die Augen, wenn ich den Jungen fahren sehe. Und hier ist ein Foto, meine Damen und Herren. Und das ist auch der Titel einer neuen, 12-teiligen
Sat.1-Serie. Michael Schumacher in Sat.1 mit dem Titel Nackt am Kart. 1987. Nackt am Kart. Das erinnert mich, diese Musik erinnert mich an Frankreich. Je t'aime. Ja, ja. Hast du früher auch gehabt, diese Platte? Das war immer, ich hatte es auf Kassette. Ja, der große Knaller, als es rauskommt. Hast du überspielt? Ja, also aus dem Radio, ne? Je t'aime. Ja. Ich habe jetzt festgestellt, in Frankreich, auf meiner Fahrt nach Portugal, habe ich in Coquille Saint-Jacques übernachtet. Mhm. In dem Hotel, wo ich immer übernachte, seit 17 Jahren. Du weißt, ich war immer in demselben Hotel. Wir haben uns schon angefreundet mittlerweile mit den Leuten dort. Besitzer, Kinder kommen zu uns zu Besuch und so. Die kommen auch teilweise rüber nach Deutschland und uns besuchen. Bisschen Rhein, bisschen Mosel, bisschen Oktoberfest mit den Duponts, die Betreiber in diesem Hotel in Coquille Saint-Jacques. Und was ist? Die heißen doch nicht Dupont. Die heißen Dupont. Bernard. Im Französischbuch. Bernard und Annette Pivot. Dupont. Und die Kinder heißen Jacques und Marielle. Mm. Ja, Jacques ist 21 und Koch. Und Marielle ist 18 und macht jetzt gerade ihr Abi in Le Bac, Baccalauréat. Ja. Ja. Sieht gut aus? Beide sehr, sehr, ja. Ach so. Marielle sieht sehr, sehr gut aus, ja. So ein bisschen wie Isabelle Adjani. Sag mal Adjani oder Adjani? Adjani. 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 Ja. Und die habe ich gestern Abend gesehen. Und zwar auf dem belgischen Fernsehen. Nicht, dass Sie glauben, ich zahle hier Steuern. Ich habe es hier in Deutschland gesehen. Ich saß auf meinem Premiere World Decoder und habe, ich habe das im Kabel. Sagt man, ich habe es im Kabel? RTBF, Radio Television La Belgique Française, oder so ähnlich heißt es. Bonsoir. Und da lief der Film Die Bartholomäusnacht mit Isabelle Adjani in Französisch, original. Und es war für mich ein fantastischer, ein großartiger Film, 3 Stunden lang. Und ich habe es gesehen, 3 Stunden lang gesehen, im Original, ohne Untertitel und dachte mir, Donnerwetter, du verstehst ja kein Wort. Ja? Obwohl ich 6, 7 Jahre sinnlos Französisch auf der Schule, wenn ich mit den Duponts rede, ja, überhaupt kein Problem. Bonjour, merci, ja. Null Problem, ja. Und bei diesem Film kein Wort verstanden. Aber ich habe trotzdem mitgekriegt, worum es geht. Und zwar Stanislavski, der große Theatertheoretiker, sagt, guten Schauspieler erkennt man daran, dass man ihn versteht, auch wenn man die Sprache nicht versteht. Der sogenannte Subtext. Und das war großartig. Hast du den Film mal gesehen? Ja, aber... Diese berühmte Szene, wo Adjani da gegen die Wand geknallt wird. Ja, da warten natürlich alle drauf. Kommt relativ früh im Film. Und es wird aber noch... Es ist unglaublich spannend. Und ich saß davor und ich habe nur mitgekriegt, es werden irgendwie... Katholiken bringen irgendwen um. Mhm. Aber wer bringt wen um in der Bartholomäusnacht? Und warum? Weißt du das? Hugenotten werden umgebracht. Keine Protestanten. Naja, die Hugenotten sind ja die französischen Protestanten. Ja, ich hätte verstanden, dass es evangelische gewesen wäre, die aufgeschlitzt wären oder so. Weil ja, die rannten immer und sagen, Protestant, Protestant. Ja? Französische, evangelische nannte man die Hugenotten. Aha, das waren Hugenotten, ja, die ermordet wurden. Wann war die Bartholomäusnacht? Die ist jedes Jahr am 24. August. Ja, aber ich meine, diese blutige, aus diesem Anlass, wir uns heute noch erinnern. Die war, ich habe das zufällig nachgeschlagen, 1572. 1572 am 24. August? Ja. Und das heißt, da haben Katholiken Hugenotten abgeschlachtet? Ganz genau. Aber und wer war diese Adjani wurde ständig mit Margot angeredet. Wer ist das? Wahrscheinlich Margarete, die Frau, die Heinrich von Navarra, der Hugenotte war, geheiratet hat. Der hat abgeschworen im Film. Ja, genau, ganz am Ende wahrscheinlich. Er musste abschweren. Und einer wurde vom Wildschwein aufgefressen. Echt? Ja, ich habe nicht gewusst, dass Wildschweine Menschen angreifen. Das gibt's auch in Hannibal. Ja, aber das sind ja von Sarden, von sardischen Berufskillern genetisch missbrauchte. Im Buch übrigens besser als im Film. Nicht gut, aber besser als im Film. Ja, ja, klar. Ja. Und da sitze ich davor und gucke diese Bartholomäusnacht. Haben wir sowas in Deutschland auch? Religionskriege? So eine Abschlachterei? Ja. Naja, mit Religion, aber so eine Abschlachterei. Das ist so brutal. So, die nackten Frauen wurden rausgezerrt und rein. Die haben übrigens an deinem Geburtstag geheiratet. Also nicht an deinem Geburtstag, sondern da warst du ja nicht geboren, aber an dem Datum deines Geburtstags, am 18.08.1572, haben Margarete und Heinrich von Navarra geheiratet. Wirklich? Harald hatte nämlich Geburtstag, also am Samstag jetzt. Ich hatte am Samstag Geburtstag, ja. Genau.
Weißt du, wie alt ich wurde? Bitte? Weißt du, wie alt ich wurde? 44. Das könnte aber ein bisschen flüssiger kommen. Ja, ich muss sagen, das ist ja, ja bei Leuten, wo man das immer vom Geburtsjahrgang hochrechnen muss, dauert das ja immer. Wie, du ja, sagst praktisch, ich bin 57 geboren und dann rechnest du erst hoch? Ja. Du weißt nicht einfach, dass ich 44 bin? Ja. Bist du nicht privat gefragt, wie alt ist er denn oder so, oder? Nein. Ja, denkst du, die Leute fragen mich, wie alt ist er denn? Also, was fragen dich denn die Leute? Wie ist er denn? Aber natürlich. Weißt du, so privat. So. Was antwortest du dann, wenn die Leute fragen, wie ist er denn? So wie im Fernsehen. Sehr clever. Ja, ich hab's 300 Gäste gehabt. Und mit allen nach Monte Carlo geflogen. Surprise Party. Ich hatte ja, alle mussten als Dinosaurier verkleidet kommen. Ich mache immer so Themenabend an meinem Geburtstag. Schön, ja. Und dann waren alle da und dann Security und Airport Service und sowas, alles organisiert. Es wurde ja gesponsert von Brauereien und von einer Sektkellerei aus Deutschland. Was ist? Aber von der Firma war keiner dabei. Wo? Jetzt hier von unserer Firma war keiner dabei. Ich hab's nicht erkannt, waren ja alle verkleidet. Ach so, ja. Oh. Und ja. Es war schön, nur die Post war nicht dabei, weil die hatten eine Autopanne. Auf dem Weg her. Die kamen mit ihrem Auto und haben so einen alten R4. Und Helmut war übrigens auch in Frankreich am Wochenende. Und zwar hier. Gut, dass diese Karte hier steht. In Magny-Cours. Ist das richtig, Helmut? Magny-Cours, genau. Magny-Cours. Nicht Magny-Cours, sondern Magny. Magny. Magny-Cours. Ja, das war das Problem. Ich bin ja auch so Navigationssystem verseucht. Von deinem 420 PS Porsche steuerbefreit. Im Navigationssystem. Ja, und das ist ja nur für Deutschland, diese Karte. Und ich habe mir noch keine andere geholt. Aber jetzt war ich dann an der Tankstelle, habe mir diese Karte geholt und habe Magny-Cours gesucht, aber nicht gefunden. Verstehe. Es gibt aber Karten, wo Magny-Cours drauf ist. Ja, ich weiß nicht. Aber auf jeden Fall steht da Nevers drauf, weil da, das ist die nächstgrößere Stadt. Nevers. Haben wir das eingezeichnet? Hier, Nevers. Da ist es. Nevers, ja. Hier Nevers. Ist Magny-Cours, Helmut, ja? Ein bisschen niedriger als Nevers. Da drunter. Also hier, hier. Ja, da, genau. Das ist übrigens ein interessanter Antrag hier. Ja. Was man hier sieht, ja, das sind, glaube ich, nicht die Departements, sondern das sind die sogenannten Pays. Aha. Le Pays de France. Das wird Sie zu Hause wieder interessieren. Hier ist Conquis Saint-Jacques, wo ich immer esse, falls Sie mal hinwollen. Hier, also. Es gibt, glaube ich, 70 Departements oder was, aber es gibt 120 Pays, so wie bei uns Westerwald oder Siegerland oder Niederbayern und so. Und das ist das eigentlich Interessante in Frankreich. Diese Pays de France, ich stelle mir auch mal vor, alle 120 Pays de France. Boah. Ja? Ich kann mich ja hier so ein bisschen locker hinsetzen. Und findest du das gut für euch, wenn ich so sitze? Ja. Ja. Du würdest mir sagen, wenn es scheiße aussieht? Oder so? Ja, ja, auf jeden Fall. Und folgendes. Und so saß übrigens Adjani auch in Bartholomäusnacht, als sie vergewaltigt werden sollte. Und dann wird sie nicht vergewaltigt. Weißt du warum? Nein. Weil ihr Mann einen Krampf kriegt, weil er eine Arsenvergiftung hat. Der hat in so einem Buch geblättert, das war mit Arsen vergiftet. Ein Buch über die Jagd. Und das war genial gespielt. Ein Arsenkrampf, so richtig. Und dann lag er auf dem Boden, ja? Und aus diesem Grund wurde Adjani nicht vergewaltigt. Weil die sich um den kümmern mussten, bitte? Oder was? Weil die sich um den kümmern mussten. Ja, man rannte dann doch hin und dem gingen schon die Haare aus und er blutete durch die Haut und so. Das war unglaublich. Und seine Mutter, das war, glaube ich, die Königin, hat so geschmungen. En principe, le peuple, ne blablas. Das war irgendwie, war das Spanierin oder was? Katharina weißt du von Medici. Wer? Katharina von Medici. Italienerin. Ganz böse Frau. Ganz böse. Die hat das nämlich veranlasst. Bitte? Die hat das veranlasst. Die hat gesagt, mach die Hugenotten platt? Ja, genau. Die war ganz böse, aber glänzend gespielt. Glänzend gespielt. Aber das ist nicht unser Thema. Helmut! Yes. Magny-Cours. Yes. Haben wir die Zeit? Ach, natürlich. Ja, natürlich haben wir die Zeit. Helmut startete hier in Köln mit seinem Porsche-Navigationssystem. Mhm. Ja? Hier ist Magny-Cours. Hier ist Magny-Cours. Wo? Da. Südlich von Nevers. Ja. So. Ja, genau. Wie hat dich dein Navigationssystem gesteuert? Ja, ich bin ja dann ganz ohne Navigationssystem gefahren, aber die haben mir gesagt, ich sollte über Trier fahren, über Luxemburg. Über Luxemburg. Mhm. Eigentlich naheliegend, denn der direkteste Weg, ja. Aber
Die Autobahn bei Luxemburg ist, glaube ich, nicht durchgehend hier. Ja, Tier und Wille und so. Es gibt aber eine über Koblenz. Die bin ich schon auf dem Rückweg gefahren. Auf dem Hinweg war dann doch sehr viel Landstraße. Und das ist dann ziemlich ärgerlich, wenn man dann hinter einem LKW herfahren muss. Mit einem Porsche? Mhm. Denn du bist ja Freitag nach der Show hier losgefahren. Mhm. Das heißt also von Köln wohin? Ja, nach Luxemburg und dann weiter Richtung... Ja, wie nach Luxemburg? Über Trier. Das heißt, hier runter? Genau, und dann siehst du, das ist ja so gestrichelt dann irgendwann. Nee, da links, da die 1. Hast du die Abkürzung bei Mayen gemacht? Nee. Nee, ist über die 1 nee, gefahren, ich bin über Blankenheim. Ich geh nochmal hoch mit dem Zeiger. So, wie, du bist hier über Blankenheim nee, gefahren? Nee, da dazwischen, die 1. 1, die 1. Und die hört irgendwann auf. Die ist ja hier gestrichelt, ist gestrichelt, genau. Ist das auch, da hört es hier schon auf, ja? Genau, da ist Feierabend. Da bist du schon Landstraße da gefahren. Da bin ich dann die rote weitergefahren. Ja. Genau. Dann runter hier, Trier. Genau. Trier, dann Luxemburg. Genau. Dann geht die Autobahn durch. Dann geht's gut, aber dann kommt man nach Frankreich rein, da darf man nur noch 130. Eben, und das ist ganz wichtig, meine Damen und Herren. Diese Franzosen kassieren, knüppelhart kassieren die ab. Ja? Ich habe immer hier, als ich bei Duponts als der Sohn Masern hatte, ja? Da habe ich hier Senlis, UL Senlis, an der Autobahn Mautstation Senlis, das ist glaube ich hier, 2000 Franc. Boah. Cash. 2000 Franc. Bonjour. 180. Und es war 130. Und ich habe gleich gesehen, und so ist Lüle fliegt. Man kennt das einfach, ja. Und aus dem Louis de Finesse-Film habe ich gleich gesagt, alles okay. Und links, und rechts neben mir hat es getobt. C'est scandaleux! Je voulais seulement ma fille à l'aéroport Orly. C'est impossible! Die Tochter von Meppen nach Orly gefahren. Billiger. Theoretisch, aber ja, 400 Mark beim Flug gespart, 2000 Mark Strafe, macht 1600 miese. Und dann musste ich hier runter von der Autobahn über den Feldweg, ja, in den Ort rein, einen Geldautomaten suchen. Hat mich 3 Stunden gekostet. Die Papiere musste ich bei denen lassen. Und dann war aber das Geile, über den Feldweg wieder zurück auf die Autobahn. Die Autobahn ist 10-spurig an dieser Zahlstelle. Ich auf dem Feldweg rein und dann quer über die Autobahn gefahren. Ullala. Ullala. Aber das sind locker die Franzosen. Die haben ja eine ganz andere Lebensart wie wir, oder? Quer über die Autobahn. Die Holländer. Ja? Und in Frankreich wird erbarmungslos abkassiert. 130 und Feierabend. Also Helmut fuhr hier runter und dann läuft er durch. 130. Dann hast du, glaube ich, keine Landstraße mehr, oder? Nee, ich bin weitergefahren Richtung über Nancy, Richtung Dijon. 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 Und dann hinter Dijon kommt Beaune. Beaune und Bourgogne. Beaune et... Oulala, oulala, Beaune. Oulalalalala. Komm mir vor wie im französischen Kaspertheater. Ja. Bei Guignol, immer wenn da die Figuren runterfallen, macht ulalalalala. Guck mal, Dijon, c'est où? Où? Dijon! Dann, ja, genau. Le fameux di Senf. Was heißt Senf auf Französisch? Moutarde. Ah, Moutarde. Dann etwa eine halbe Stunde später kommt Beaune. Siehst du unten links da? Oui. Beaune? Oui. Nee, ein bisschen höher. Ja, oui, ja. Hier? Da. Ja? Da waren wir auf dem Rückweg übrigens super gut essen. Das ist fantastisch, das ist schon Burgund. Ganz toll. Mhm. Ja. Sehr, sehr gut. Ja. Da gibt es auch sehr viel Wein. Ja. Und dann sind wir auf die Landstraße da, super gutes Weinanbaugebiet. Ein Traum. Nur leider war es total dunkel, weil es war ja mitten in der Nacht. Eben. Nichts von gesehen, von der schönen Landschaft. Aber ach, ein Ärger. Hat man uns empfohlen, wegen der Landschaft da lang ja zu fahren. Das heißt, wann bist du in Köln losgefahren? Wir waren um 5 hier fertig mit der Aufteilung, so um gegen 6. Wann warst du in Magny-Cours? In Magny-Cours war ich um 1:30. Okay, für ein Wochenende geht es ja. Wow, ja? So 800 Kilometer, ne? 800 Kilometer. Es wäre einfacher gewesen, was ich vermutet habe, über Paris die Ecke zu fahren und dann direkt wahrscheinlich, ich glaub, oder? Ich glaube auch, dass es schneller oder, wenn du nach Dijon willst, eigentlich doch hier runter zu fahren, die A3 und dann runter auf die A5 du meinst über Basel. Mainz, Kaiserslautern. Kaiserslautern, Mainz. Das ist übrigens eine Ecke für dich hier. Manuel. Manuel! Ja! Die kälteste Ecke Frankreichs, hier, Le Jura, das Jura, die kälteste Ecke Frankreichs, hier ist es, hier. Auf Haute-Saône, hier, Mosel, Straßburg, kommt vor wie die Wehrmacht. Na, das Jura ist doch viel weiter. Was? Das Jura ist doch viel weiter südlich. Das Jura ist viel weiter südlich, ich nämlich war hier. Doch da um die Ecke, zu Pfingsten. Hier, du warst doch da, in diesem neuen Haus von sag mir das doch gleich. Bitte? Von wem? Ach so, von Friedrich Dürrenmatt, in Neuchâtel. Ah, das war Schweiz, aber das ist ja auch Schweizer Jura. Ja, das geht ja eins über. Wer soll da gewesen sein? Ich zu Pfingsten? Was? Nein, ich war da zu Pfingsten. Ja, du zu Pfingsten. Ja, nicht du. Nein, also ich wüsste doch, wenn ich im Jura gewesen wäre, zu Pfingsten. Ja, aber du hast doch gesagt, wäre eine Ecke für mich, aber ich kenne die Ecke ja schon. Nein, du kennst nur das Schweizer Jura, aber du kennst ja nicht Dubs, dieser berühmte Fluss.
aus dem Roman Die Baskenmütze von Hans Blickensdorfer. Ja, wo ist denn das jetzt? Das zeig ich mal. Das ist absolut ideal für Radfahren und für Wandern. Ein Traum. Das ist die kälteste Ecke Frankreichs. Hier Mulhouse und hier ist Le Jura. Ja? Auch da war ich mal. Franche-Comté heißt es. Ein Traum. Nur geregnet. Ja. Franche-Comté. Ja, aber das ist ein anderer Regen als hier. Das ist dieser literarische Regen, nicht dieser dreckige Siffregen. Und du warst hier im Haus von Dürrenmatt. Na, wo zeigst du denn jetzt drauf? Na, ich meine ungefähr. Hier. Ach so, ja, da, Neuchâtel. Ja, genau, Neuchâtel. Und in Biel wandern, wunderbar. Das heißt, Biel ist, glaube ich, Biel. Das ist eher schon deutsch, das heißt Biel. Biel-Solothurn. Na, Biel oder Bien? Bien ist die... Nein, Biel. Biel oder Biel? Ja, du warst in diesem Haus von Dürrenmatt. Von diesem berühmten Architekten. Wie heißt der? Mario Botta. Ganz genau. Mario Botta. Schönes Haus? Super. Was ist toll an diesem Haus? Wir haben wenig Zeit, aber in zwei Sätzen. In einem. Sag's mit einem Begriff. Super. Fantastisch. Ja. Und das hier. Ja. Das ist. Hier. Und das lohnt sich. Ja, ich fand das sehr gut, ja. Ist ein Traum. Man trinkt auch einen schönen Wein. Ja. Fondant, ist das der Fondant? Der schmeckt nicht so? Der Twanner, ein Twanner-Wein gibt es. Wie heißt der Wein? Twann. Gibt es auch die Twannbachschlucht. Die was? Twannbachschlucht. Die Twannbachschlucht. Da spielt der Richter und sein Henker. Der Richter und sein Henker? Ja. Ah, der spielt da. Schon so lange, dass ich es gelesen habe. Was? Hast du es überhaupt gelesen? Ich habe es gelesen in der Schule. Ah ja. Und das Hörspiel von Alfred Anders. Ja. Aber ich weiß nicht mehr, wie das hieß. Wie hieß das? Es gibt so ein Hörspiel von Alfred Anders. Wie heißt es denn? Was haben wir gelesen in der Schule? Irgendwas mit Rot. Wie? Rot? Alfred Anders, weißt du? Ja, ist schon. Habe ich einen Film damals geschrieben da. Ja, komm nicht mehr drauf. Bernhard Wicki, weißt doch, der hat einen Film. Ja, klar. Aber ist Alfred Anders, wie heißt denn dieses Hörspiel? In der Schule. Der rote. Rote Kosar? Nee. Nee. Der rote. Alfred Anders. Herr Gott, das fällt mir jetzt nicht ein mitten in der Sendung. Das ist auch ärgerlich. Und wir haben neulich noch gesagt, Dürrenmatt oder Frisch. Wer ist aktueller? Wer ist frischer sozusagen? Frisch. Ja, frisch? Ja. Dürrenmatt, du meinst, die ist vorbei, die Zeit? Ist sehr der 70er Jahre und 50er verwoben. Auch 60er eigentlich. Ja. Der Besuch der alten Dame. Also 50er bis 70er, ja. 50er bis 70er, da natürlich große Zeit. Heute auch, aber okay. Ja. So ist es halt manchmal. Ja, also wie gesagt, das war sehr knapp. Wir hätten es gerne ausführlicher gemacht. Aber... zurück bist du dann hier gefahren, ja? Ich auf die Landstraße, weil ich wollte wenigstens einmal sehen, wie es aussieht. Ja. Aber dann über Koblenz, das ging dann schnell. Über Koblenz. Und das ist eigentlich sehr schön. Sehr, sehr schön, ja. Ja. Weißt du eigentlich, was ich da gemacht habe? Bitte? Willst du mal wissen, was ich da gemacht habe? Wo? Manikur? Sag's uns morgen. Ja, wir sind heute ein bisschen gedrängt. Sag's uns morgen. Morgen kommt Jörg Pilawa, der will es auch wissen. Der will es wissen. Ja, ganz genau. Ja. Und zwar, du hast einen Rennkurs gemacht. Sportfahrschule, ja. Sportfahrschule von Porsche. Bringt das was? Mhm. Von wem? Von Porsche? Mhm. Das macht aber auch Mercedes oder so, oder? Machen auch andere, ja. ADAC und so macht das auch. Ja. Also morgen dazu mehr, meine Damen und Herren, wenn Sie das schon mal notieren wollen. Und ich war hier, weil ich habe mir gedacht, eine Gruppe hat für mich auf der Popcom gefehlt. Und das ist meine Lieblingsgruppe. U2. In Sacke.1. Ihren Konzerten mangelt es deutlich an Clubatmosphäre. Wenn nicht gleich die Gesamtbevölkerung eines Tourneelandes aufmarschiert, treten die feinen Herren gar nicht erst an. Schlimm. U2 auf den Sacke.2. Bonos ewig gleiche pathetische Grütze und sein Predigergetue machen schlimme Kopfschmerzen und Schuldgefühle. Sobald irgendwo ein Baum umfällt, hagelt es zudem Benefizkonzerte. Anstrengend. U2 auf den Sacke.3. Nochmal Bono. Vor nicht allzu langer Zeit sah er noch aus wie Hartmut Engler von Tour. Das kann man so nicht wieder gut machen. Frage. Darf U2 weitermachen? Nein. Hiermit verfügt die Harald-Schmidt-Show, dass sich U2 innerhalb der nächsten Woche auflösen muss. Eine Fristverschiebung kann nicht gewährt werden. Ja, tut uns leid, Freunde, aber so sieht die Sache nun mal aus. Hoppla, Bono. Hast du gefunden, das Hörspiel? Die Rote. Die Rote. Die Rote? Sansibar oder der letzte Grund? Nee, das war der berühmte Fernsehfilm von Bernhard Wicki. Sansibar oder der letzte Grund. Aber es gab ein Hörspiel. Wie? Die Hugenotten? Nein, es war irgendwie so ein Dings. Ach, das ist ein Autounfall und dann geht das irgendwie. Wir klären das bis morgen. Ja, bis morgen. Alles bis morgen, bis morgen, bis morgen. Du weißt, ob es einen Morgen gibt? Das wolltest du auch mal beweisen. Ja? Du wolltest mir mal beweisen, ich habe gesagt, im Urlaub habe ich mir Folgendes. Ich saß bei Duponts draußen. Was ist, schon, muss ich weitermachen? Ja, wir haben noch zwei Gäste. Natürlich haben wir zwei Gäste, weiß ich.
Aber das sage ich jetzt noch. Ja. Das ist mir wieder versprochen, wahrscheinlich sagst du wieder morgen. Und zwar, ich hab zu Herrn André gesagt, im Urlaub fiel mir ein bei Duponts, bei Café au lait. Bisher ging ja die Sonne abends unter und morgens wieder auf, ja? Ich meine, das kann man im weitesten Sinne nachvollziehen, oder? Ist das so? Sonne ging abends unter und morgens wieder auf. Woher wissen wir, das war die einzige Frage, die ich an Herrn Antrag nach dem Urlaub hatte, woher wissen wir, dass es morgen auch so ist? Wollte er mir nachschlagen? Nichts. Morgen ist Telemesse. Stell dir vor, ich gehe morgen zur Telemesse, keine Sonne da. Du wolltest es mal nachrechnen. Man kann das nicht nachweisen, das weißt du doch. Doch, das kann man nachweisen. Das müsste doch nachzuweisen gehen. Vielleicht wissen Sie das zu Hause. Jeden Tag ging die Sonne unter und morgens ging sie wieder auf, ja? Woher wissen wir? Sie haben doch alle Pläne, oder? Sie wollen morgen den Wagen aus der Garage holen, Sie wollen den Rasen mähen, Sie wollen sich scheiden lassen, was weiß ich. Ja? Das fällt mir an dieser schöne alte Wolfgang Völz-Gag ein, den ich mal in Holly Münd gehört habe. Habe ich noch die Zeit, den zu erzählen? Eigentlich nicht. Das ist doch, der ist toll, den erzähle ich noch. Sie, das ist was für alle. Und zwar das Folgende. Wolfgang Völz saß in Holly Münd auf der Couch und sagte, ich bin seit 35 Jahren verheiratet. Ich habe nie an Scheidung gedacht. Nur an Mord. Es funktioniert. Ja. Die alten Witzen sind die besten. Der erste Gast heißt Milka von Viva. Herzlich willkommen, Milka! Ah, ulala, du siehst da jedes Mal anders aus. Ja, anders ist es schon fest. Herzlichen Glückwunsch erstmal zum Geburtstag. Nachträglich. Ja. Trotzdem, das musste ich noch los. Danke. Ich wollte dir eigentlich von da hinten so eine verschimmelte Sonnenblume mitgeben, aber... Es ist so, das ist für mich mehr, wie du jetzt kommst. Du bist jetzt, glaube ich, das dritte oder vierte Mal hier, oder? Ja? Das dritte Mal. Das dritte Mal und jetzt bist du, beim ersten Mal warst du eigentlich noch so ein Teenie in der letzten Züge, also kann man als Teenie, ja? Mhm. Und jetzt bist du eine junge Frau mit einer eigentlich völlig veränderten Figur und vor allem mit einem völlig veränderten Outfit. Das letzte Mal, ich habe sowas früher auch getragen. Wenn ich meine Freddie Mercury-Videos YMCA, spiele. Ne? Ja, das ist wirklich. Ist das so, also ich assoziiere das noch stark mit unseren schwulen und lesbischen Freunden oder hat das damit gar nichts mehr zu tun? Das hat damit gar nichts mehr zu tun. Ich glaube, das ist eher, weil alle Designer schwul und lesbisch sind. Ist das so? Und nein, es ist einfach, ich dachte heute, so eine Handschuhe schützen ja, ja? Irgendwo und aber es steht Ahnung. Sehr gut zu dir und es gibt natürlich so sehr viel Raum für Fantasie. Wessen Fantasie? Meine. Ich muss weg. Nein, bleib hier, aber du verstehst. Völlig normal. Völlig normal. Keller, Peitsche, Heizung. Ist ja noch ja. Platz. Wie war es auf der Popcom? Genau. Schön? Das war total, ja, es war anstrengend, ja. Schön und gleichzeitig auch zu viel. Aber zu viel an was? Zu viel an Feiern, zu wenig an Schlaf, zu viel an Informationen. Es ist ja total viel Neues reingekommen. Und es wird auch immer schneller. Die Popcom selber an sich, da merkt man wirklich, wie dynamisch diese Musikszene eigentlich ja. ist. Wie hält man sich eigentlich wach, wenn man so wenig Schlaf hat, aber trotzdem fit sein muss? Gar nicht. Nein, man. Was ich gemacht habe, war eher ein Versehen. Ich war hinter einer Bühne bei ja. der Popcom ja. irgendwie und da gab es so Kaugummis, ja. von denen ich dachte, das wären ganz normale Kaugummis. Und man weiß ja mittlerweile, dass Kaugummis wach halten. Und das waren aber so Kaugummis mit Kaffeegeschmack. Mm. Und irgendwann nach 15 Päckchen, ja. A7 Kaugummis, habe ich gesehen, dass 3 Kaugummis eine halbe Tasse Espresso intus haben. Und dann war ich wach. Aber sonst... war es dann einfach der Sonntag, wo ich mir da, also ich habe mich einfach getröstet damit, dass ich am Sonntag schlafen konnte. Ja, und dann, das war immer für Viva was unterwegs oder noch für irgendeine Zeitschrift? Oder? Ich meine, da war ja der Komet natürlich. Der Komet war ja auch noch. Und natürlich auch in privater Sache. Was heißt das in privater Sache? In Liebe? Privater Sache, na schön wär's. Aber? nee, es war einfach so, dass man natürlich sehr viele Leute kennenlernt auf dem, ja. auf der Popcom und sehr viele Leute auch trifft, die man sonst nicht treffen würde oder die man gerne mal wieder treffen würde oder Ich verstehe. Ja. Also das heißt, du gehst nicht hin und siehst es nur als Job, sondern es ist halt auch
Es macht ja auch wirklich Privatspaß. Es ist, ja. Ja. Also nicht nochmal, aber gerne. Was ist die Sache Milka on Tour? Milka on Tour ist, läuft auf RTL 2. Ja. 15.20 Uhr jeden Sonntag vor, ja, Bravo TV. Und das ist so eine Sendung, wo wir Moderatoren suchen für eine große Milka-Schatzsuche. Praktisch. Aha. Es ist eine Art Casting? Es ist ein Casting. Es ist ein Casting. Es ist sowas wie Popstars ohne Singen. Was ist Popstars? Ach so, das ist Popstars war, wo eine Angels gegründet wurde. Genau. Ja. Und das mal, da fährst du rum? Da fahre ich rum, ja, durch ganz Deutschland und suche Leute, die sich dann in eine Box stellen müssen. Da, ja, war ich auch schon drin, keine Angst, das ist nicht so schlimm. Ja, das ist so wie so, wo man so Witze erzählt, gibt es ja so Boxen, ja, oder so. Genau. Oder? Da muss Grüße an den Geliebten oder sowas. Genau, ja, da sind auch ganz, ganz witzige Leute bei, tatsächlich. Ja. Meistens unfreiwillig, also erinnert mich schon so ein bisschen an mich. Und wieso? Wieso? Ich kann nicht witzig sein. Ich bin es meistens unfreiwillig. Ja, aber das muss nicht. Das muss nicht. Nee, ist auch das gar nicht. Ich finde, es gibt Leute, die sind witzig, Leute nicht so witzig. Entscheidend ist, dass man selber bleibt. Gerade in diesem knallharten Business. Ein philosophischer Spruch. Nein, aber es ist mehr so ein finanzieller Tipp. Weil dieses unbedingt witzig sein wollen oder so, ist dann oft so anstrengend oder geht schief. Gibt es da jetzt nicht eine spezielle Ausgabe von Milka on Tour? Habe ich was gelesen oder habe ich mich da falsch informiert? Ja, das wird... Der 100. Jubiläum. Genau, 100. Geburtstag von Milka wird ja gefeiert. Ja. Also nicht von mir. Sondern von der Schokolade. Genau. Also jetzt doch diese Verbindung, ja? Genau. Zwischen dir und mittlerweile der Schokolade. Schon. Ja. Und ja, und da wird halt dieser Geburtstag zelebriert. Ich denke, das ist Mitte Oktober. Ja. Und da werden wir halt auf große Schatzsuche gehen. Also 100 Leute hinterher nach 1 Million Mark. Schon fett. Die das suchen? Ja. Ja. Aber ich weiß, wo er ist. Das weißt du jetzt schon? Das weiß ich bestimmt. Also ich krieg's raus. Aber jetzt weißt du es noch nicht? Nee, leider. Aber du wirst es nicht sagen, wenn du es wüsstest. Nee, ich würde den mitnehmen. Wäre das nicht unfair, den gegenüber, die ihn suchen? Wenn wir es moralisch sehen, schon. Aber es gibt ja so viele arme Leute auf der Welt. Ich würde dir auch was abgeben. Ja, aber was soll ich damit? Milka. Ich sehe, du kommst uns bald wieder besuchen. Mit einer Tanznummer, ist das richtig? Oh mein Gott, ja. Das musst du mir versprechen. Beim, ja, nächsten, gerne, Mal möchte ich diesen Tanz sehen. Wie heißt das, dieser Tanz, dieser afrikanische Tanz von den Kapverdischen Inseln? Batuku? Batuku, ja. Den du auch privat übst und aufführst, ist es richtig? Was heißt üben? Ich glaube, den haben wir alle schon mit ins Blut bekommen. Ihr? Ja. Die, dieses die, von daher wir Kapverdianer. Ja, aber bei uns in Deutschland ist es natürlich noch ein bisschen übungsbedürftig. Das mag sein, aber du warst ja in Portugal, richtig? Ja. Ja. Und in Portugal gibt es auch ganz viele Kapverdianer, weil das ja früher eine portugiesische Kolonie war. Das ist richtig, das ist richtig. Ich hab mich mit und eigentlich hättest du dich da mal zusammensetzen können mit einigen hübschen Frauen und Jungs und den üben können. Ja, aber ich war so kurz da. Das nächste Mal dann länger. Ich glaube, habe ich fest vor. Mir hat das Land wahnsinnig gut gefallen. Mir auch, immer wieder. Ja. Meine Mutter ist gerade da. Wirklich, wo? Ja, meine Mutter ist in Lissabon. Ich habe ganz lange gebraucht. Wie sprecht ihr das aus? Lissabon. Ah, Lissabon. Lisboa. Lisboa. Ja. Ich kam nicht bis Lisboa, ich hatte Reifenpanne. Aber ich war im Norden. Das war sehr schön. Norden ist auch schön, aber im Norden war ich noch nie. Das sollte man machen. Milka. Vielleicht. Das nächste Mal kapverdische Tänze unter Normen von Portugal. Alles Gute für deine 100. Show, beziehungsweise für den 100. Geburtstag von Milka und Milka on Tour. Und toi, toi, toi für die weiteren Pläne, musikalisch und privat. Danke dir auch. Meine Liebe, bis zum nächsten Mal. Milka von Viva und gleich Wladimir Kamina. Gut, gut. Na, jetzt gerade viel zu tun mit dem neuen Buch. Ja, das ist schön. Also viel PR, Werbetourneen, ja, lesen. Ja, in Oktober fahre ich noch nach Frankfurt zu Frankfurt. Zur Buchmesse? Waren Sie schon mal da? Einmal. Ja, da muss ja die Hölle sein, oder? Diese ganzen gierigen Autoren und Verleger und Kritiker. Na, man hat mir erzählt, dass es dort eigentlich nur um Geschäfte geht. Ja. Das habe ich auch sehr, sehr schnell kapiert, als ich dort im Hotel Frankfurter Hof für einen Kamillentee und Mineralwasser 118 Mark dann zahlen musste, dachte ich, ja. Ist das wirklich wahr? Für, ja, einen Kamillentee und Mineralwasser? Da kann man ganz schnell ganz viel Geld ausgeben. Das ist ja unglaublich. Ja? Aber es ist natürlich wichtig, weil da sitzen ja unglaublich viele Autoren in so kleinen Kabuffs und geben Autogramme oder reichen ihre Bücher nach draußen. Und so. Es ist schon sehr wichtig, die Buchmesse.
Und viele denken, wer weiß, vielleicht bin ich das letzte Mal hier, vielleicht werde ich das nächste Jahr schon nicht mehr eingeladen. Ja, aber Ihnen ist nicht so. Das zweite Mal jetzt. Ja, jetzt komme ich zum zweiten. Das ist jetzt der erste Roman. Das vorher war eine Erzählung, Sammlung. Ja. Ja. Und Militärmusik, haben Sie vorhin unseren russischen Marinechef gesehen? Die ja, habe ich. Ja. Ja. Ist das noch ein Thema? In Russland ist die russische Armee wirklich so pleite, wie wir das im Fernsehen gesehen haben bei uns, dass sie keinen Diesel mehr haben? Na, die russische Armee war immer schon so ein Staat in einen anderen Staat drin. Also im Grunde genommen haben sie auch alles. Ja. Ich war 86, 88 in der Armee und das war eine Welt für sich, die ich damals entdeckt habe und auch darüber dann in meinem Roman Militärmusik auch geschrieben habe. Lesen Sie mal ein kurzes Stück vor. Ich finde es immer so, wenn man Autoren fragt, worum geht es in dem Roman und so, die Leute sollen es ja lesen. Aber ich finde es immer schön, wenn man den Autor hört. Und Kompliment übrigens, Sie haben letztes Mal schon sehr gut Deutsch gesprochen, aber dieses Mal ist es ja eigentlich beschämend für viele von uns, wie gut Sie Deutsch sprechen. Na, so gut wiederum nicht. Doch? Ich kann inzwischen ja eigentlich viel besser auf Deutsch schreiben als Deutsch sprechen. Ich werde an einer kleineren Stelle, nicht gerade über Militär vorlesen, sondern über Läuse. Ich möchte aber nicht, dass der Eindruck entsteht, in diesem Buch geht es nur um die Läuse. Es geht um alle möglichen Dinge. Aber ich lese das. Das Mädchen hatte lange, dicke, blonde Haare. Ich lange, dicke, schwarze. Wir küssten uns unterwegs. Ihre Läuse kletterten zu mir hierüber. Als ich nach Moskau zurückkam, waren es schon sehr viele. Ich wollte meine langen, dicken Haare auf keinen Fall abschneiden, wusste jedoch nicht, wie ich diese Viecher sonst wieder loswerden konnte. Also ging ich zu meiner Mutter, die sehr kreativ war, eine viel größere Lebenserfahrung besaß und mir bestimmt helfen konnte. Meine Mutter suchte sich ein paar Läuse von meinem Kopf, holte ein Vergrößerungsglas aus ihrem Schreibtisch und betrachtete sie erst einmal genau. Da sind keine Läuse, sagte sie nach einer Weile entschieden. Auf jeden Fall nicht solche, wie ich sie kenne. Damals in Samarkand, als wir 1941 aus Moskau evakuiert wurden, hatten alle Kinder Läuse. Doch unsere waren viel, viel kleiner. Und auch nicht so dick, nicht so schnell. Außerdem hatten unsere Läuse nur vier Beine. Diese hier haben sechs. Da sind eben andere Läuse, Mama, sagte ich. Eure damals waren Läuse der Armut, des Hungers und der Vertreibung, die über geschwächte Menschen herfielen. Diese hier, da sind die Läuse der Freiheit. Dann ging ich zur Apotheke. Was haben Sie gegen Läuse? Fragte ich eine nette junge Verkäuferin hinter der Theke. Wir haben zwei Sorten Hundeseife und ein Hundeshampoo für ganz junge Tiere. Wie alt ist Ihr Hund denn? Fragte sie mich. Bald 18, sagte ich und wurde rot. Ein ganz alter Hund. Er braucht besondere Pflege. Ich nehme am besten beides. Sie guckte mich neugierig an und hatte wahrscheinlich begriffen, dass ich der Hund war. Zu Hause seifte ich meinen Kopf mit beiden Seifensorten ein, goss noch das Hundeshampoo obendrauf und ein wenig Benzin. Letzteres auf Empfehlung meines Freundes Katzmann. Danach zog ich eine Plastiktüte über den Kopf und lief so 24 Stunden in der Wohnung herum. Das Buch ist aber, wie gesagt, nicht über Läuse, sondern... Aber das war die beste Werbung, die man machen kann. Ja, das ist doch gut. Wladimir Kaminer, Militärmusik, Manhattan Verlag. Schönen Dank. War ein bisschen knapp heute. Bis zum nächsten Mal, bis zum nächsten Buch. Ich danke. Ja? Alles Gute, meine Damen und Herren. Bleiben Sie sitzen, wir sind am Ende. So, vielen Dank. Dankeschön, gute Nacht. Bis morgen. Tschüss.